Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Trackmania. Und ja, in der letzten Folge bin ich ein bisschen salty geworden. Hoffen wir mal, dass es heute nicht passiert. Wir machen auf jeden Fall erstmal mit Strecke 19 weiter. Die haben wir in der letzten Folge schon mal versucht. Und die ist nicht leicht auf jeden Fall. Die ist ziemlich schwierig, aber auch sehr interessant. Der Teil ist echt schwer, das habe ich schon letztes Mal festgestellt. Da darfst du nicht zu hoch sein und nicht zu tief. Das ist echt nicht leicht, da die richtige Höhe zu finden. Oh, das war richtig stark. Ja, nice. Aber jetzt wird es auch nochmal schwer. Jetzt kommt nämlich gleich der Eisteil. Ja, keine Chance. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich diese Kurve richtig nehmen soll. Beim ersten Mal, weiß ich noch, habe ich es zufällig richtig gut gemacht. Aber danach habe ich es noch kein einziges Mal geschafft. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das beim letztes Mal gemacht habe. Okay. Also erst hier hoch und dann hier runter lenken. Ja, das funktioniert. Jetzt muss ich es nur noch irgendwie hinkriegen. Dabei dann auch den Checkpoint zu treffen, was halt mit dem Eis wirklich nicht... Uff. Da hätte man auch ruhig Asphalt machen können. Das ist so schon schwer genug. Komm, ist das Gold, danke. Boah, ich war so hart konzentriert da am Ende. Das Ende war halt nicht schwer, aber trotzdem, ey, hätte ich da einen Fehler gemacht. Okay, letzte Strecke der Red Series. Okay. Na, das muss ich noch den Dreh rauskriegen, aber machbar. Okay. Wow. Okay, also hier sollte ich dann hier nach links, um diesen Löchern auszuweichen. Ja, wenn ich da den Speed habe, dann kann ich da wahrscheinlich direkt hochjumpen. Hier dann vermutlich auch. Okay, das ist aber schon Bronze. Das ist interessant. Ja, tricky, aber okay. Ich glaube, jetzt habe ich es gecheckt. Genau, die Kurve hier war recht eng. Oh, okay, das ist auch nicht so easy. Da vielleicht kurz vom Gas gehen. Die ist möglich ohne zu bremsen.
Die Frage ist, werde ich da jetzt den Speed haben hierfür? Nein. Das ist Silber. Okay. Das reicht aber immer noch nicht, dass ich hier hochkomme. Okay. Ich weiß nicht, wo ich den Speed dafür hernehmen soll. Das muss auf jeden Fall möglich sein, definitiv. Aber wie? LOL, was? Hä, das war richtig schlecht, als ob das einer... Okay. Das hat aus irgendeinem Grund für Gold gereicht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat, aber... Nimm ich. Black Series, let's go. Ja, genau. What? Jetzt bin ich verwirrt. Ich blick gerade nicht ganz durch. Wait, what? Habe ich das gerade richtig gesehen? Hä, wie bin ich da gehüpft? Das verstehe ich nicht. Wie ist das gerade passiert? Ach, der Reset lässt... LOL. Okay, okay. Genau. Okay, hier ist, habe ich gerade gesehen, ja, hier ist so eine Plattform. Da kann ich wahrscheinlich drauf, wenn ich genug Speed hätte, um da komplett hochzukommen. Habe ich nicht. Von daher muss ich das so machen. Da stehen natürlich Bäume, weil warum sollten auch keine Bäume stehen? Ah ja, da hätte ich jetzt vor allem absolut gar nichts machen können. Okay, da muss ich glaube ich einfach darauf achten, extrem gerade zu sein. Da einfach geradeaus durch, das ist kein allzu großes Problem. Da hatte ich nicht mal wirklich krass Speed, aber hat trotzdem funktioniert. Okay, wahrscheinlich. Und das ist das Ziel. Okay, das wird nicht leicht. Ah ja, ah, ich verstehe. Okay, das ist kein allzu großes Problem tatsächlich. Das hier wird, glaube ich, schwierig, den Bäumen da auszuweichen. Okay, geht. Dann jetzt hier sehr gerade sein. Ja. Hier geradeaus durch. Und jetzt kommt noch ein schwieriger Teil, nämlich hier dieser
dieses auf dem Wasser gleiten. Da muss ich aufpassen, dass ich hier durchkomme. Und durchs Ziel, okay. Das Silber, das war klar, dass das kein Gold wird. 1,5 Sekunden, das geht aber. Das ist nicht so unglaublich viel. Na, verdammt, da bin ich zu weit geflogen, hä? Oh mein Gott, so muss ich das machen. Ja, das ist es. Boah, 4,8. Holy shit, Alter. Das war sogar richtig gut. 22. Och nee, komm. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Okay, schöne Pirouette. Warum nicht? Kann man ja mal machen. Oder auch nicht, weil man da nicht den Speed dafür hat. Ah, okay. Da oben ist so eine kleine... Ah, ja, ich verstehe. Oh Gott, was? Genau. Boah, das hier ist echt tricky. Das ist so ein simples Element eigentlich. Aber das ist echt nicht leicht. Ja, das, was an dieser Strecke tricky ist, ist das Eis. Ich glaube, das überrascht jetzt so ungefähr niemanden. Okay, gar nicht schlecht. Aber dann muss ich... Wie mache ich das hier am besten? Wie mache ich das am besten? Weil ich muss ja abbremsen für diesen Teil, wo ich nach links muss. Dafür muss ich ja abbremsen, da habe ich keine Wahl. Also wie soll ich genug Speed für diesen Sprung haben? Hier ist meine einzige Chance, schon ausgerichtet zu sein, bevor ich auf das Eis komme. Weil auf dem Eis mich dann noch auszurichten, ist absolut unmöglich. Boah, ganz ehrlich, das hat nicht mal was mit dem Eis zu tun, aber das mit dem Motor aus ist tatsächlich die schwerste Stelle der Strecke. So, hierfür muss ich ja vom Gas gehen, da habe ich absolut keine Wahl. Also was ist mein bester Weg, um das hier zu machen? Das kann ja nicht die Antwort sein. Okay, also ich glaube, dieser Sprung ist unmöglich, da wirklich komplett rüber zu jumpen. Weil ich habe gerade so viel Speed gehabt wie noch nie und ich bin bei weitem nicht weit genug gekommen. Ich bin auch nicht ganz oben gesprungen, aber selbst wenn, dann wäre ich definitiv nicht weit genug gekommen. Von daher...
sage ich jetzt einfach mal, da komplett rüber zu kommen ist unmöglich. Okay, da waren sehr viele Fehler drin. Das hat trotzdem gereicht für Silber sogar noch. Das hier ist tatsächlich echt das größte Problem. Okay, aber mit Bremsen funktioniert es ganz gut, wenn ich im Sprung bremse. Aha, ja. Machbar. Das ist tatsächlich deutlich besser machbar, als ich dachte. Das sage ich wahrscheinlich jetzt und in einer halben Stunde bin ich mich dann wieder hier darüber am Auskotzen, wie schlecht diese Strecke ist. Aber bisher das waren die Kurve kann ich auf jeden Fall noch deutlich besser nehmen, wo es so hoch geht. Die habe ich auch schon deutlich besser genommen. Aber das habe ich bisher einfach noch nicht wiederholen können. Okay, das war ein bisschen besser. Da habe ich am Ende wieder ein bisschen aufgeholt. Okay. Wieder nicht perfekt, aber besser. Es fehlt nicht mehr viel. Sekunden. Und dann passiert sowas. Das ist mir noch nie passiert bisher. Aber natürlich genau in dem Run, der Gold hätte werden können. Da passiert es mir dann, ne? Typisch. Das war stark. Das reicht. Puh. Okay, damit fehlen nur noch 3 Strecken in der Black Series. Und die hier aber. Nein. 3 Strecken in der Black Series fehlen noch. Die machen wir dann in der nächsten Folge, als wir das passen wollt. Dann abonniert den Kanal. Bis dann.